Nein, ich muss den Chefarzt persönlich sprechen. Was heißt, er hat zu tun? Dann warte ich eben. Das macht mir nichts aus zu warten. Ich warte gerne. Nur, ich muss ihn persönlich sprechen. Hier, guck mal. Das ist ein Starfoto, was? Absolute Klasse. Ja, so hat die mal ausgesehen. Ein Bild von einer Frau. Wurde bewundert, beneidet. Die beiden nehmen die engere Auswahl. Mein Gott, sah die aus. Wie alt sind die Fotos? Was? Was hast du? Wie alt sind denn die Fotos? Die sind 3 Jahre. Knapp 3 Jahre. Eine Figur zum Träumen, was? Naja, das hat sie ja auch. Geträumt mit der ganzen Figur. Und mit allem anderen Hallo. Auch. Hallo. Hallo? Wer spricht? Sagen Sie dem Professor, Presse ist am Apparat. Also, er muss sich die Zeit nehmen, so oder so. Macht es Sinn, was aus, etwas später anzurufen? Hören Sie, ich weiß, dass Frau Solm heute entlassen wird. Und ich komme persönlich vorbei, um die Fotos zu machen. Also, wann wird sie entlassen? Warten Sie. Warten Sie. Natürlich warte ich. Also, wir brauchen ein Foto von ihr, wie sie heute aussieht. Jetzt. Genau. Können wir los? Ich telefoniere noch. Ja, das passt dir nicht, dass wir sie sehen und fotografieren wollen. Was für uns öffentliches Interesse ist, dem wir dienen und dem wir verpflichtet sind, ist für diese Leute einfach nur unzulässige Neugier. Hallo? Ja, Simon? Herr Professor? Ja. Tussner hier. Hören Sie, eine Patientin wird entlassen. Ja, das ist richtig. Ich frage mich, woher Sie das wissen. Aber Herr Professor, man hat seine Informanten. Ich finde, Sie können nichts dagegen haben, wenn wir Frau Soll nach so langer und sicher erfolgreicher Behandlung begrüßen, mit ihr sprechen und bei der Gelegenheit ein paar Aufnahmen machen. Tut mir leid. Frau Soll hat das Haus soeben verlassen. Ich bedauere Ihnen, keine weiteren Informationen geben zu können. Gut gelogen, Herr Professor. Wir fahren sofort los. An Dr. Sievers. Ach, ist sie bereit? Ja, sie wartet darauf, dass Sie kommen, Sie verabschieden. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht kommt sie gar nicht vorne raus. Ulla, du gehst zum Seitenausgang und wenn die Sonne da auftaucht, sagst du uns Bescheid. Ich weiß doch gar nicht, wie die aussieht. Du hast ja die Fotos gesehen. Ich denke, die stimmen nicht mehr. Das ist richtig. Wo du recht hast, hast du recht. Wir müssen auf Taxis aufpassen. Vielleicht haben sie ja ein Taxi bestellt. Du, die Fotos habe ich selber gemacht. Hm? Bin irrsinnig gespannt, wie sie heute aussieht. Wie sieht jemand aus nach 2 Selbstmordversuchen? Als Alkoholikerin? Als eine, die schon Kokain zum Frühstück genommen hat? Wie sieht eine aus, die schon so viele Männer verlassen hat und von so vielen Männern verlassen wurde? Wir wollen ein Wrack besichtigen. Ob da noch was übrig geblieben ist vom alten Glanz? Darauf bin ich gespannt. Nun wäre es soweit. Der Koffer ist gepackt, wie ich sehe. Das Taxi ist bestellt? Ja, wartet im Hof. Sehr gut. Und, wie ist es mit der Angst? Haben wir die jetzt unter Kontrolle? Ich glaube, ja. Erinnern Sie sich an alles, was wir gesagt haben, was wir miteinander besprochen haben? Werden Sie das tun? Ich versuche es. Sie wissen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, rufen Sie mich an. Ich höre nicht auf, mich um Sie zu kümmern. Denken Sie daran. Ich bin immer da. Für Sie. Sie sind nicht allein. Und wenn ein Mensch nicht allein ist, dann muss er keine Angst haben. Ne? Wir wissen, wo sie hingeht. Ja. Sie hat noch ein Zimmer bei einer Freundin ihrer Mutter. Dort ist sie willkommen. Ich habe mit der Frau gesprochen. Sie freut sich, dass Frau Solm wieder gesund ist. Wir haben die Adresse dieser Frau, ihre Telefonnummer? Ja, haben wir. So. Ich lasse Sie nicht aus den Augen, daran werden Sie sich gewöhnen müssen. So, und jetzt steigen wir ein. Ach, noch etwas. In der Presse gehen Sie aus dem Weg, ne? Man hat schon angerufen. Verweigern Sie jede Zusammenkunft. Sie verstehen mich? Ja, ich verstehe Sie.
No? Wird sie es schaffen? Nein. Nein. Wir haben ihren Verstand wieder in Ordnung gebracht. Aber ihr keine neue Welt gegeben. Geben Sie mal her. Mit wem rede ich denn? Sie sprechen mit Frau Weißau, der Oberschwester. Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, hat Frau Solm die Klinik verlassen. Ja, wo ist sie denn hin? Sie hat doch keine Wohnung mehr. Kein Geld, nichts. Haben Sie sie einfach ins Nichts geschickt? Wir geben keine Auskünfte über unsere Patienten. Wieder der Pressemann? Ja. Er sagte, haben Sie sie einfach ins Nichts geschickt? Halten Sie bitte mal an. Wollen Sie hier aussteigen? Ist Ihnen nicht gut? Ich gebe Ihnen eine andere Adresse. Grüß Gott. Kann ich was für Sie tun? Ich möchte gern Herrn Riemann sprechen. Gern. Wen darf ich melden? Sagen Sie ihm, Irene möchte ihn sprechen. Herr Riemann, ein Gespräch für Sie. Eine Frau Irene möchte Sie gerne sprechen. Eine Frau Irene? Was für eine Irene? Fragen Sie doch mal nach. Herr Riemann fragt, was für eine Irene? Irene Solm. Solm? Hören Sie, ich kenne eine Irene Solm, aber die ist seit einem halben Jahr in der psychiatrischen Klinik und die kann es ja wohl nicht sein. Und wenn die entlassen wird, dann steht's in der Zeitung. Sind Sie aus einer Klinik entlassen worden? Ja, ich komme gerade aus der Klinik. Sie kommt aus der Klinik und sie hat einen Koffer bei sich. Hat einen Koffer bei sich? Moment mal. Die Solm steht unten und hat einen Koffer bei sich. Was will sie? Wieder hier einziehen. Sie hat ja hier gewohnt. Ist die wahnsinnig geworden? Was mache ich jetzt? Sie soll zum Teufel gehen. Dann sag ihr das. Hören Sie, sagen Sie der Dame, ich habe keine Zeit, keine einzige Minute, so leid es mir tut. Sie soll... Flucht, was soll sie denn? Sie soll ihre Wege gehen und auf keinen Fall plötzlich hier vor der Tür stehen. Ach was, geben Sie sie mir. Ich bin's, Irene. Kann ich raufkommen? Hallo, mein Schatz. Freut mich, dass du wieder raus bist aus dem Kasten. Ich habe mich immer wieder mal erkundigt, wie es dir geht. Es geht dir gut, wurde mir gesagt. Du bist ja dem Leben wiedergegeben, wie man so sagt. Nun ja, es haben sich hier die Dinge etwas verändert. Um es rundheraus zu sagen, du kannst nicht mehr hier wohnen. Weil dein Platz, der ist besetzt. Und versuch nicht, hier hochzukommen. Wenn es klingelt, ich mach nicht auf. Hast du das verstanden? Eine blöde Situation. Ich hasse sowas. Hoffentlich hat sie es kapiert. Deutlich genug hast du es ihr ja gesagt. Ich hab's da gewusst. Der erste Weg führt zu dem Mann, mit dem sie zuletzt zusammengelebt hat. Mach deine Fotos. Hallo, Irene. Schön, dass du wieder draußen bist. Redest du mit ihm? Willst du wieder hoch? Mit dem Koffer? Willst du einziehen? Ja, was sagt er denn? Irene, red doch mit mir. Darfst du wieder Tisch und Bett mit ihm teilen? Du musst es begreifen. Ich stehe hinter dir. Wir stehen alle hinter dir. Wir fordern unseren Leser zu etwas heraus, das er am liebsten tut. Bemitleiden. Na? Wo gehst du denn jetzt hin? Macht ihr das? Ich rede mit Riemann. Ich hab dir doch gesagt, ich mach nicht auf. Verschwinde! Ich bin's, Gaston.
Na nun, was machst du denn hier? Was ich immer mache. Schlagzeilen suchen. Ich habe auch schon eine. Ex-Geliebte steht vor der Tür und Freund Riemann sagt, ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht aufmache. Hör zu, komm erst mal rein. Hallo Vicky. Hallo Robby. Das ist natürlich eine Sache für Robby. Ich höre plötzlich, dass sie unten steht mit dem Koffer in der Hand. Und da bist du ein bisschen nervös geworden. Das kannst du wohl sagen. Ich glaube, wir trinken mal einen Schluck. Vicky, du weißt ja, was er gern hat. Ich genehmige mir auch einen Schluck. Auf den Schreck hin. Du wolltest sie gar nicht sehen? Nein, das wollte ich nicht. Hast du sie gesehen? Ja. Als sie unten war und mit dir telefoniert hat. Ja und? Wie sah sie aus? Wie sah sie aus? Wie ein Bild, das so lange an der Wand hängt. Es wird braun, kriegt Flecken, wird unansehnlich. So etwa habe ich es mir vorgestellt. Sah sie so schlimm aus? Naja, wie soll ich das sagen? Es ist schon noch alles da, nur anders. Das, was sie innen hat, das kommt nicht mehr nach außen. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass sie innen nichts mehr hat. Der Meister des Worts hat gesprochen. Hast du es gehört, Vicky? Ja, ich hab's gehört. Ja, das ist ein großes Thema. Und auch ein sehr altes. Schönheit und Gestalt. Ach, wie vergehst du bald. Ein Apfel mit Flecken, den kauft keine Hausfrau mehr. Sag mal, du wirst mich doch nicht etwa in die Pfanne hauen. Nur weil ich... Danke für den Drink, Vicky. Weißt du, wie du mir vorkommst? Wie der Paris aus der griechischen Sage. Den die Frauen ständig fragten, wer die Schönste ist. Naja, so verteilst du deine kleinen goldenen Äpfelchen. Mal hier, mal da. Jetzt an Vicky übrigens völlig zurecht. Ja, und wenn ein Apfel Flecken kriegt, dann wird er weggeschmissen. Auf dein Wohl, mein Lieber. Ich hab schon auf dich gewartet. Komm rein. Hast du schon gegessen? Ich habe keinen Hunger. Mach dir einen Kaffee. Du kannst natürlich hier wohnen. Das bin ich schon deiner Mutter schuldig. Wie lange willst du bleiben? Ich weiß es nicht. Und dein Koffer da, ist das alles, was du hast? Ja. Und Geld? Hast du Geld? Nicht viel. Ich frag, weil Geld zum Leben gehört. Ohne Geld kein Leben. Und noch was. Ist das jetzt hier oben? Ist da alles wieder halbwegs in Ordnung? Sie sagen ja. Haben Sie dir nicht gesagt, dass du keine Bedenken haben musst? Ich frag, weil du schon einmal aus dem Fenster gesprungen bist. Ich tue es nicht mehr. Es hört sich vielleicht so an, als nehme ich dich nicht gern auf. Aber das stimmt nicht. Ich hab's gern, dass du jetzt hier bist. Ich sag dir auch warum. Und ich zeig's dir. Fotos von dir. Deine Mutter hat sie mir immer geschickt. Da sind sie. Und das ist dein Leben gewesen. Mein Gott, hast du ein Leben gehabt. Die haben dir alle zu Füßen gelegen. Ein Fest hat das andere gejagt, die schönsten Kleider. Und wie sie alle um dich herum waren, die Männer, wie sie dich hofiert haben. Sieh mir das immer wieder an. Und jetzt sitzt du hier. Und ich frage mich, was ist das alles wert? Nichts. Was? Gut, sehr gut. Ganz ausgezeichnet. Na, bebt das Herzchen, Ulla? Schon ein bisschen. Ein bisschen. Damit werden wir ein Herzerdbeben veranstalten. Und Freund Riemann wird mich nicht mal auf den Drink einladen. Alle Leser werden weinen.
Was wir bräuchten, ist ein Foto von ihm aus seiner Glanzzeit. Haben wir sowas da? Eins, wo er seine kleinen Jacketkronen blitzen lässt. Schallendes Gelächter von ihm und das verzweifelte Gesicht von ihr daneben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich nicht reinlasse. Verschwinde. Er wird morgen der meistgehasste Mann sein. Ich stelle mir Folgendes vor. Eine Leserumfrage. Was halten Sie von dem Verhalten eines Mannes, der seine kranke Freundin vor der Tür stehen lässt? Ja, sagen Sie es ihm. Rufen Sie ihn an, hier ist seine Telefonnummer. Sagen Sie ihm, was Sie davon halten. Jetzt tue ich der Kleinen einen Gefallen, später aber immerhin. Als Dank für die vielen Schlagzeilen, zu denen sie mir verholfen hat. Ich hatte mit ihr vereinbart und sie hatte es fest versprochen. Den Mann sucht sie nicht auf. Den nicht. Ich dachte, es wäre gelungen, diesen Mann aus ihrem Gedächtnis zu entfernen. Total zu entfernen. Steht da mit ihrem Koffer, wartet, hilflos wie ein Kind. Kein Erbarmen in der Welt. Nicht mal mehr ein Rest davon. Nicht mal mehr ein Rest davon. Auch der Mann von der Presse kennt kein Erbarmen. Rufen Sie ihn an unter Nummer... Ich werde ihn anrufen. Professor. Professor, das sollten Sie nicht tun. Liebe Frau Weissauer, wie versuchen wir, unseren Patienten zu helfen? Nicht indem wir über ihren Problemen stehen, sondern indem wir versuchen, uns ihre Probleme zu eigen zu machen. Als wären es die unseren. Es ist eine Leidensübernahme, der wir nicht aus dem Weg gehen können. Offenbar gibt es Leute, die der Aufforderung folgen, den Mann anzurufen. Erklär mir mal, wie du dazu kommst, die Leute aufzufordern, mich anzurufen. Seit dem frühen Morgen steht das Telefon nicht still. Ich muss mir anhören, was die Volksseele von sich gibt. Für die bin ich der letzte Dreck. Mitschauen, alles mitschauen. Weißt du, dass Morddrohungen dabei waren? Morddrohungen, jetzt sag mal was dazu. Ja, dann hör mir doch mal einen Moment zu. Morddrohungen! Ja, das habe ich ja verstanden. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Aber jetzt beruhige dich doch erstmal. Ich konnte mit so einer Reaktion ja auch nicht rechnen. Was sagen denn die Leute? Was die Leute sagen? Willst du das vielleicht bringen? Wollt ihr eine Serie daraus machen? Das könnt ihr nicht mit mir machen. Hör mir mal zu. Irene hat sich ganz allein zugrunde gerichtet. Ganz allein. Die sind doch alle wahnsinnig. Was hast du dazu? Geh doch einfach nicht mehr ran. Willst du mal was hören? Da steht schon wieder was in der Zeitung. Eine Menge Leute, die den Kerl umbringen wollen. Was sagst du dazu? Jetzt wirst du wach, was? Weißt du, dass ich beinahe auch angerufen hätte? Ich hab gedacht, es müsste ein großes Vergnügen sein, dem Kerl die Meinung zu sagen. Sie, hätte ich gesagt, Sie. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Glauben Sie, dass Sie was Besseres sind? Dem hätte ich gesagt, was mal bei uns der Pastor gesagt hat. Man geht durch das Leben. Man hüpft nicht durch das Leben. Ja, ihr alle hüpft durch das Leben. Was ist los? Ich gehe aus. Auch wieder ein bisschen hüpfen?
Kleine, haben wir beide Pech gehabt. Weißt du, was du bist? Eine blöde Kuh. Das ist Gaston Riemann, nehme an. Der Name ist dir geläufig. Nee. Ich meine, die Zeitung war doch voll davon. Morddrohungen per Telefon, so wie es aussieht, hat jetzt einer seine Drohung wahrgemacht. Das ist seine Freundin Vicky Lange, mit der er zusammenlebt. Woher weißt du denn das? Die stehen doch immer in der Zeitung. Wer mit wem, wo und wann, wird ja immer fotografiert. Eigentlich immer ein hübscher Anblick. Und jetzt nicht mehr. Vögelchen mehr im Käfig. Ganz schön zerrupft, der Vogel. Also, wenn du mich fragst, fliegen tut er nicht mehr so richtig. Hallo, Irene! Schön, dass du wieder da bist. Irene, da bist du ja wieder. Weißt du, dass du ganz München durcheinander bringst? So eine Presse hast du noch nie gehört. Hallo, Irene. Herzlich willkommen, sagt Hugo. Ich natürlich auch. Zeitungen sind ja voll von dir. Hugo sagt, typisch Irene. Wenn sie wieder auftaucht, dann mit einem Knall. Hast du gesehen, wie sie aussieht? Ich habe gesehen, was jeder gesehen hat. Sie ist nicht mehr ganz tot, aber auch nicht ganz lebendig. Die rührt doch keiner mehr an. Und Gaston schon gar nicht. Das haben sie immer gespielt, wenn sie reinkamen. Weißt du, was es jetzt ist? Reine Ironie. Kann ich noch ein Glas haben? Für dich immer. Alkoholikerin ist sie immer noch. Gaston ist tot! Gaston ist tot! Was ist los? Was ist mit Gaston? Gaston ist tot. Er ist ermordet worden. Hast du gehört? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass Gaston ermordet wurde. Von wem? Der Mörder ist völlig unbekannt. Gaston ist in seiner Tiefgarage erschossen worden. Irene, was sagst du dazu? Du hast doch gesagt, ich krieg noch ein Glas. Den ganzen Tag ging hier das Telefon. Und immer Leute am Apparat, die Gaston beschimpften. Einige waren dabei, die sagten, so einen Mann wie Sie müsste man umbringen. Als Riemann unten in der Garage erschossen wurde, wo waren Sie da? Hier oben in der Wohnung. Riemann ist also ohne Sie ausgewiesen. Wissen Sie, wo er war? Hören Sie, er hat jeden Abend seine Lokale, die er aufsucht, um seine Freunde zu sehen. Und diesmal waren Sie nicht dabei? Nein. Ich meine, es ist doch bekannt, dass Sie immer zusammen waren. In solchen Lokalen, von denen Sie gerade sprechen. Ich habe ihn allein fahren lassen. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil ich Angst hatte. Nach all diesen Anrufen.
Jetzt muss ich dir mal was sagen. Geht das schon wieder los mit deinem Leben? Die Nacht ist der Tag und der Tag ist die Nacht. Was hast du denn? Also sagen musst du schon was. Gaston ist tot. Wer ist tot? Gaston. Er ist erschossen worden. In der Garage. Er stieg aus dem Wagen. Da war da jemand und hat ihn erschossen. Woher weißt du denn das? Im Lokal haben sie es erzählt. Kann ich ins Bad gehen? Das ist ja irrsinnig aufregend. Weil es doch die Zeitung schon geschrieben hat, dass da Leute angerufen haben, die gesagt haben, dich bringen wir um. Da kannst du dir aber was drauf einbilden. Ja, weil es doch deinetwegen ist. Wie sehe ich aus? Wie du aussiehst? Und wie sollst du aussehen? Wie immer siehst du aus? Ja, wie immer nicht. Ich hasse diese Scheißspiegel. Ich sehe nicht aus, wie ich immer aussehe. Warum lügst du? Ich lüge? Ja, du lügst. Ich lüge doch nicht. Ich sehe nicht aus wie immer. Habe ich noch die gleiche Figur? Da ist doch nichts anders geworden. Natürlich ist da was anders geworden. Sag mir was. Los, sag's mir. Du brauchst doch keine Rücksicht zu nehmen. Ich zieh mich jetzt aus und du sagst mir, was da anders geworden ist. Wer kommt denn da noch? Polizei ist da. Es ist spät, wir bitten um Entschuldigung. Ach, mach doch nichts, wenn es Sie nicht stört, wie ich aussehe. Ich kann mir schon denken, warum Sie da sind. Der Riemann ist tot. Das wissen Sie schon? Ja, Irene hat's mir erzählt. In der Garage erschossen. Als er aus dem Wagen stieg, ein Schuss und dann war's vorbei. Sie wissen, was da passiert ist? Ja, sie hat's in einem Lokal erfahren. Jemand kam rein und hat's rumerzählt. Können wir Sie mal sprechen? Wenn Sie hier bitte warten, ja? Ja, Ihre Beziehung zu dem Toten ist ja nun allgemein bekannt. Es war öffentliches Gesprächsthema. Ich meine, war Ihnen das unangenehm? Ja, das war's. Naja, Riemann war ja... Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll, aber Sie haben doch zusammen gelebt, nicht? Ja, wir haben zusammen gelebt. Ja, wir haben alles zusammen gemacht. Jeden Tag, jeden Abend, kaum, dass wir mal eine Minute getrennt waren. Ja. Bis vor einem halben Jahr. Bis vor einem halben Jahr. Die Zeit danach war nicht leicht für Sie. Sie waren Alkoholikerin. Sie waren verwickelt in Kokainaffären und dann haben Sie einen Selbstmordversuch unternommen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was war der Grund? Hatten Sie Streit mit Riemann? Er wollte, dass ich ihn verlasse. Irgendetwas ging in mir vor. Er sagte, in deinem Kopf geht etwas vor. Du verlierst. Er gebrauchte ein Wort, über das ich dann monatelang nachgedacht habe. Er sagte, du verlierst die Balance. Können Sie mir vielleicht sagen, was das bedeutet, die Balance, die man nicht verlieren darf? Ja, ich kann mir schon was darunter vorstellen. Da bin ich jetzt gespannt. Störungen. Störungen. Ja, Störungen im seelischen Gleichgewicht hat sie bei Ihnen nicht gegeben. Sie waren doch in psychiatrischer Behandlung. Ja. Wie lange? Länger als ein halbes Jahr. Und hat sich Riemann in dieser Zeit um Sie gekümmert? Nein. Nein. Mhm. Und trotzdem, nach Ihrer Entlassung, war Ihr erster Weg, es war ja überall in den Zeitungen zu lesen, zu Riemann, nicht wahr? Sie standen im Empfang, Koffer neben sich und haben mit Riemann telefoniert. Und er sagte zu Ihnen, komm nicht rauf, ich mach nicht auf, verschwinde. Sehen Sie, und genau dieser Augenblick wurde fotografiert. Harry.
Das Foto hatte eine große Wirkung auf viele Leute, auch auf mich. Was ging in Ihnen vor? Ich sage Ihnen, was Professor Tussner mir sagte. Er sagte, jeder Mensch hat irgendwann einmal den Anprall großer Gefühle auszuhalten. Man sollte nicht sofort reagieren. Man sollte das Gefühl wegdrücken, sich Zeit lassen und dann ganz langsam auf sich zukommen lassen. Dann würde es seine erste schreckliche Bedeutung verlieren. Haben Sie es weggedrückt? Ja. Wann ist es wiedergekommen? In der Nacht. Und kamen Sie damit zurecht? Nein. Wo waren Sie heute Abend? Ich bin ausgegangen. So wie wir es früher immer getan haben. Von einem Lokal ins andere. Wollten Sie Riemann treffen? Ich dachte, ich sehe ihn vielleicht. Haben Sie ihn gesehen? Nein. In einem Lokal hörte ich dann, dass man ihn ermordet hat. Naja, es hätte natürlich eine gute Möglichkeit gegeben, ihn zu treffen. Einfach warten, bis er kommt, nicht? Sie hätten sehr gut unten in der Garage auf ihn warten können. Naja, was Sie uns erzählt haben, werden wir überprüfen. Und jetzt bitte ich um Ihre Erlaubnis, Ihr Zimmer durchsuchen zu dürfen. Wir suchen nach einer Waffe. Haben Sie Riemann erschossen? Nein. Doch Wahnsinn. Als ob ich ihm den Mörder auf den Hals gehetzt hätte. Das kann ich mir jetzt anhören. Liebe Kollegen, die anrufen und fragen, was für eine Scheiße ich gemacht hätte. Was habe ich denn gemacht? Nur das, was mein Beruf von mir verlangt. Ich habe mich umgesehen in der Welt. Unter unseren Zeitgenossen. Um das aufzudecken, was ist das? Ich kann euch sagen, was das ist jetzt. Das doch mal. Verdienstvoll ist das. Ne? Na, Idealisten, die legen nur Nebel über die Landschaft. Dass alles schön verschleiert ist und man nichts mehr erkennt. Jetzt suchen alle den Mörder an der falschen Stelle. Und ich bin sicher, der hat ein ganz normales Motiv gehabt. Sie sagen, Sie haben noch Kleidungsstücke in der Wohnung, Riemann. Wir haben danach gefragt bei der jungen Frau, die jetzt dort wohnt. Und sie sagt, das ist in Ordnung. Sie können Ihre Kleidung jederzeit abholen. Ja, wir haben Ihre Aussage. Und ist sie vollständig? Ja, sie ist vollständig. Kann ich jetzt gehen? Ja. Ach, warten Sie mal, da fällt mir ein, wir wollen ja raus zu der Wohnung Riemann. Das wäre doch eine günstige Gelegenheit, Ihre Kleidung zu holen. Kennen Sie Ihre Nachfolgerin? Vicky Lange. Mhm. Sie war meine Freundin. Wir kennen uns doch alle. So. Wollen Sie mitfahren? Guten Tag. Hallo. Hallo, Irene. Bitte? Danke sehr. Hallo. Hallo. Du willst sicher deine Sachen abholen. Hast du einen Koffer mit? Nein. Ich brauche meinen gerade selbst. Sie ziehen aus? Der Inhaber der Wohnung ist tot. Ich habe hier kein Wohnrecht. Deine Sachen sind nicht im Schrank. Ich habe ihm gesagt, ich will nicht dauernd deine Kleider sehen. Sie sind oben in der Kammer. Ja, ich möchte gerne mit Ihnen noch einmal über diese Telefonanrufe sprechen. Es geht um die Anrufe mit den Morddrohungen. Dieser Apparat, der hat eine Lautsprecheranlage. Haben Sie da mal mitgehört? Manchmal, ja. Gaston hat gemeint, hör dir das an und da habe ich mitgehört. Sagen Sie, ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen an den Stimmen? Eigentümlichkeiten oder
Besondere Ausdrucksform? Wie reden solche Leute? Tja, irgendwie zu schnell. Sie wollen etwas loswerden, ihre Wut, ihre Aufregung. Drohen jemanden, ihn umzubringen und können vor lauter Aufregung nicht einmal ordentlich reden. Ja, so war das. Ja. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Mordkommission. Ach so. Ich bin Viktor Lange. Ich möchte meine Schwester abholen, die hier auszieht. Ist sie da? Bitte. Hallo, Vicky. Hallo, Viktor. Guten Tag. Guten Tag. Soll ich später wiederkommen? Ich bin Vickys Bruder. Ich wollte Sie und Ihren Koffer abholen. Sie haben noch Fragen an mich? Irene, du kennst doch Viktor, oder? Er ist mein Bruder. Er holt mich ab. Und mein Gepäck. Hallo, Irene. Sie holt auch ihre Sachen ab. Haben Sie noch Fragen? Sagen Sie nur, wo Sie zu erreichen sind. Erstmal bei mir. Hier ist meine Karte. Ich bin immer zu erreichen, privat oder im Büro. Danke. Ist das dein Koffer oder Ihre? Das ist meine. Na, dann mache ich ihn mal zu. Sie holen auch Ihre Sachen ab. Haben Sie noch welche hier? Die meisten Ihrer Kleider sind noch hier. Ich kenne natürlich Ihre Geschichte. Aus der Zeitung. Das ist eine traurige Geschichte. Wie geht es Ihnen? Wissen Sie schon, was Sie jetzt machen? Was Sie jetzt brauchen, sind ein paar nette Leute, die sich nicht ständig den Kopf darüber zerbrechen, ob sie wieder normal sind. Was meinst du? Ich habe sie noch nicht gesagt, aber ich sag's ja jetzt. Du bist jederzeit willkommen. Na? Ist das ein Wort? Dir fällt es auch auf? Da. Wenn ich die Aussagen und die Zeiten vergleiche, dann war Irene Sollen zwar in der Mordnacht in einigen Lokalen, aber... Aber wenn man die Uhrzeiten vergleicht, war sie im ersten Lokal nach der Mordzeit. Und sie erschien dort mit allen Anzeichen äußerster Verstörtheit. Ja, wenn jemand aus einer psychiatrischen Klinik entlassen wird, da fällt es ja niemandem auf, nicht? Da wundert sich ja keiner. Also, von der Uhrzeit her, könnte es gewesen sein. So. Sind Sie auch der Meinung, dass ich Ihnen den Mörder auf den Hals gehetzt habe? Nehmen Sie erst mal Platz. Das muss ich mir nämlich pausenlos anhören. Ich hoffe nicht auch von Ihnen. Nein, nicht von mir, nein. So, dann erzählen Sie mir doch mal... Ich hätte gerne einen Wodka-Tonic mit Eis ohne Zitrone. Dann erzählen Sie mir doch mal, warum ich für Sie interessant bin. Weil Sie Irene Sollen besser kennen als ich. Ich möchte Sie fragen, was für eine Frau ist es? Das wollen Sie von mir wissen? Ja. Was das für eine Frau ist? Ein Klatschreporter, der ernst genommen wird. Ja, warum nicht, ja? Ich erzähle Ihnen mal, in was für einer Welt ich mich bewege. Ich bewege mich unter Menschen, die, sagen wir mal, so etwas wie eine verkürzte Weltansicht haben. Also die Welt, kein großer Raum, keine weiten Landschaften, sondern zusammengeschrumpft auf Zimmergröße. Danke. Meistens auf Schlafzimmergröße. Naja, und diesen Raum haben sie sich möbliert mit ein paar handgestrickten Ansichten über Gott und die Welt und über sich selbst, an die sie glauben und an sonst nichts. Und keine Fenster in diesem Raum. Sprechen wir mal von Irene Sollen. Irene, ja. Was tut sie? Was hat sie getan? Sie läuft umher in diesem Raum, den ich Ihnen gerade beschrieben habe,
sucht die Tür, aber läuft nur gegen die Wände, die sie sich selbst gemauert hat. Aber Sie wollen natürlich was ganz anderes wissen. Sie wollen wissen, ob diese Frau eine Mörderin sein kann. Das wollte ich, ja. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Manchmal habe ich gesagt ja. Und dann wieder nein. Ihre Sensibilität explodiert hier oben. Das ist der Ausweg der Schwachen. Die Schwachen bezahlen mit ihrem Verstand. Es handelt sich hier um durchgehende Gefühle. Meinen Sie so, wie Pferde durchgehen? Genau. Dann läuft alles querfeldein über Stock und Stein, aber Mord. Wissen Sie, da hat sich ein Kind im Irrgarten der Gefühle verlaufen. Man möchte es in die Arme nehmen und trösten. Sie sehen, ich erlaube mir selber ein paar Gefühle. Tja. Weber? Wer ist da? Kriminalpolizei, Derek. Ich möchte gerne Frau Solm sprechen. Nein, können Sie nicht. Die ist nicht da. Die sind die Wohnung rüber. Welche Wohnung? Na, in die von dem Riemann. Ihre Kleider holen. Sie hatte doch neulich keinen Koffer mit. Ja, wie kommt sie denn in die Wohnung rein? Sie hat doch noch immer einen Schlüssel. Ach so. Sagen Sie ihr bitte, sie möchte zurückrufen. Sie ist in der Wohnung Riemann. Sie hat immer noch einen Wohnungsschlüssel. Vielleicht zieht sie dort wieder ein? Was stehst du noch da? Komm ins Bett. Machst du noch einen Drink, also nicht? Danke, mein Schatz. Warum? Eine Pistole? Die Welt ist schlecht, mein Kind. What's your face?
Frau Weber hat mir gesagt, dass Sie hier sind. Sie wollen Ihre Kleider holen. Eins haben Sie schon an mir zu holen. Warten Sie, ich stelle die Musik an. Ich habe Wasser aufgesetzt. Ja. Möchten Sie auch einen Tee? Oh ja, sehr gerne, sehr gerne. Jetzt sieht es fast so aus, als seien Sie wieder hier eingezogen. Nein, nein, ich hole nur meine Kleider ab. Das sagte ich doch. Die waren hier, weil er hatte sie ja bezahlt. Immer wenn er seine Frauen wechselte, dann schickte er sie so wieder weg, wie sie gekommen waren. Jetzt ziehe ich sie halt einfach wieder an. Vicky haben sie sowieso nicht gepasst. Sie hätte sie auch nicht angezogen. Vicky nicht. Andere hätten es getan. Nur um zu zeigen, jetzt bin ich dran. Darf ich Sie mal ganz offen etwas fragen? Haben Sie diesen Mann geliebt? Wissen Sie, jetzt bringen Sie mich in Verlegenheit. Weil ich weiß gar nicht, was Liebe eigentlich ist. Geliebt? Man ist gut Freund. Man muss eine Menge Spaß miteinander haben. Weil es darauf ankommt, sagt Gaston. Vielleicht hat er recht damit. Was meinen Sie, hat er damit recht? Aber wie auch immer, ich weine ihm keine Tränen nach. Professor Tussner, mein Psychiater, sagt, Gaston sei ein ganz wertloser Mensch. Der es nicht wert ist, dass jemand seinetwegen aus dem Fenster springt. Ich habe es einmal getan, aber das tue ich nie wieder. Entschuldigen Sie. Ja, bitte? Ich bin es, Vicky. Sag mal, was machst du da in der Wohnung? Ich habe die Weber angerufen. Sie sagte mir, dass du in die Wohnung von Gaston gegangen bist. Warum? Mensch, sei doch froh, dass du damit nichts mehr zu tun hast. Bin ich ja auch. Drei Kreuze würde ich machen. Victor und ich gehen heute Abend auf die Party vom Fladi. Hast du Lust mitzukommen? Ich finde, du musst dich in der alten Clique wieder mal sehen lassen. Na, was hältst du davon? Okay. Sag mir, wann und wo. Ja, ich bin da. Ja, grüß ihn auch. Das war Vicky. Wir wollen uns heute Abend sehen. Victor geht sonst nie mit zu solchen Partys. Er hasst sie. Aber heute ist er mitgekommen. Schön, dass Sie hier sind. Ich finde es richtig, dass Sie sich wieder sehen lassen. Sie hatten eine schwere Zeit. Vieles, das Sie vergessen müssen. Victor hat recht. Du weißt, was er meint. Du musst Gaston vergessen und alles, was damit zusammenhängt.
Viktor ist deinetwegen mitgekommen. Ich lasse euch beide mal allein. Wie fühlen Sie sich? Ich weiß nicht so recht. Ich nehme an, Sie haben eine Menge zu verarbeiten. Waren Sie nicht ein Jahr lang weg von der Bühne? Wenn man das hier so nennen will. Und plötzlich standen Sie vor der eigenen Wirklichkeit. Und die eigene Wirklichkeit trägt keine schönen Kleider. Die ist bisweilen ziemlich grau. Sie haben eine Menge mitmachen müssen. Ich weiß, wovon ich rede. Für die hier sind Sie doch nur ein Paradiesvogel, der in die Voliere wieder zurückkommt. Wer Sie als Mensch sind, spielt ja keine Rolle. Das hier sind doch nur grell angestrichene Visitenkarten. Hallo, Vicky. Hallo, Robby. Na, ins alte Leben zurückgefunden, kein Trauerjahr? Hätte Gaston es gewollt? Nee, trauern war nicht seine Sache. Wen sehe ich denn da? Hallo, Irene. Darf ich ein bisschen staunen? Die Lebenssonne war untergegangen. Jetzt ist sie wieder da. Ein strahlender Aufgang. Neben einem neuen Gesicht. Wer sind Sie denn? Das ist Viktor, mein Bruder. Du hast einen Bruder? Ein Neuzugang in der Szene, was? Das sicher nicht. Ja, das ist unser Foto. Die beiden. Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Jetzt lassen Sie das! Hören Sie auf zu fotografieren! Den kennen wir doch, ne? Das ist der Bruder von der Vicky Lange, der bei seiner Schwester den Koffer abgeholt hat. Ja, richtig, ja. Warum will der nicht fotografiert werden? Der gehört nicht dazu. Der kann mit der Szene nichts anfangen. Das sehen Sie ja, der hätte dem Fotografen fast die Kamera aus der Hand gerissen, so wild war der. Er kann mit der Szene nichts anfangen. Das bedeutet doch logischerweise, dass er mit dem Leben seiner Schwester, so führt, auch nichts anfangen kann. Das ist richtig. Das könnte man so sehen, ja. Da fällt mir noch was ein. Ich habe gehört, der Gaston Riemann, der wollte sich von Vicky trennen. Naja, der wollte die vor die Tür setzen. Diese drei da, was soll ich damit anfangen? Ein Mörder? Und zwei Frauen, die es wissen? Warte mal, der Viktor Lange hat mir seine Karte gegeben. Komm, fahren wir hin. Kann ich hinterher fahren? Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, was ist denn hier los? Es ist jemand aus dem Fenster gesprungen. Um Gottes Willen. Okay. Können wir mal durch, Polizei? Ich habe gesehen, wie sie gesprungen ist, von dort oben.
sich wohl das Genick gebrochen. Hier liegt eine Pistole. Hände weg von der Waffe. Harry, bleibst du hier? Ja. Man muss jeden Tag etwas finden, worüber man schreibt. Worüber schreibe ich heute? Schreiben Sie, in dieser Welt sucht fast jeder Mensch verzweifelt einen anderen Menschen, weil er sonst verloren wäre.